Sein führe den Pinsel und sie seien selbst erstaunt über das Ergebnis auf der Leinwand. Den Künstler Adi Hösle beschäftigt die Frage, kann das Hirn auch ohne die Hände malen? Und zitiert gerne den Maler Conti in Lessings Emilia Galotti, der fragt, oder meinen Sie, Prinz, dass Raphael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden? Mit Hilfe des Computers und Wissenschaftlern der Uniklinik Tübingen entwickelte Adi Hösle das Brain Painting. Nicht nur für ALS-Patienten, deren motorisches Nervensystem gestört ist, bietet das Malen mit dem Hirn neue Möglichkeiten. Hösle lud auch einige Künstlerkollegen ein, sich damit auseinanderzusetzen. Nico Weber hat das Projekt für uns begleitet. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Es ist der Weltraum im Kopf, durch den wir reisen, dem Zentralorgan auf der Spur. Eines der großen Abenteuer der Menschheit. Neurowissenschaftler erforschen das Nervensystem. Sie rätseln, welche Rolle dem Gehirn bei der Entstehung von Kunst zukommt. Künstler schaffen Kunstwerke. Die Schnittstelle, der künstlerische Schaffensprozess. Jetzt reist ein Künstler per Anhalter durch diese Galaxis. Adi Hösle entwickelte zusammen mit dem Institut für medizinische Psychologie der Uni Tübingen Brain Painting. Ein Computersystem, das mit einem EEG Hirnströme misst und so Zeichenbefehle ausführt. Malen mit der Kraft der Gedanken. Das war auch so ein Grundgedanken, dass man ganz unabhängig von seinem Körper, von Raum und Zeit, eine Möglichkeit hat, Kunst zu generieren. Allein über die Vorstellung. Und die muss natürlich in irgendeiner Form gespeichert, dokumentiert, dekodiert werden. So sehen die Resultate der Brain Painting Sessions aus. Die eigentliche Kunst aber ist der Prozess. Brain Painting als eine Art Performance. Wie werden die Bilder der Zukunft aussehen? Kann man irgendwann online Künstlern beim Schaffen eines Kunstwerkes zusehen, dass sie nur mit der Kraft ihrer Hirnströme kreieren? Das Künstleratelier des dritten Jahrtausends, das Gehirn? Neuroästhetik heißt das Schlagwort, die Verknüpfung von Hirnforschung und Kunst. Sie versucht, kreative Prozesse als Ausdruck von Hirnfunktionen zu verstehen. Brain Painting entstand jedoch aus einem therapeutischen Ansatz heraus. Es sollte dem Künstlerkollegen Jörg Immendorf das Malen wieder ermöglichen. Er war an der Nervenkrankheit ALS erkrankt. Das Locked-In-Syndrom prägt die Endphase der Krankheit. Eingeschlossen im eigenen Körper, eine fast vollständige Lähmung bei klarem Bewusstsein. Adi Hösle arbeitet seit vielen Jahren mit ALS-Patienten. Brain Painting ist für sie die einzig verbliebene Möglichkeit, kreativ zu sein. Hier geht es nicht primär um Kunst. Es geht um Lebensqualität und um Kommunikation. Jeder Mensch ist ein Künstler, sagt Beuys. Auch die ALS-Patientin Liane Kraus. Ihre Bilder sind Teil des Experiments, das Adi Hösle eifrig vorantreibt. Wenn man es jetzt so einfach betrachtet, retrogradiere ich erstmal den Pinsel, die Leinwand, die Farbe und dann noch ein bisschen strange ausgedrückt den Arm, die Muskeln und alles zugunsten oder auf den Fokus von der Zentrale. Alles dreht sich wieder mal ums Hirn, im und um den White Cube. Brain Painting als Kunstprojekt. Rund 10 internationale Künstler werden innerhalb eines Jahres an dem Experiment teilnehmen. Malen mit ihren Gedanken. Einerseits geht es dabei um ein Feedback zur Verbesserung der Software und der Tools der digitalen Malerpalette, die durch die Hirnströme gesteuert wird. Andererseits will Brain Painting vor allem kunstimmanente Fragen stellen. Ist es überhaupt noch notwendig, die Idee, die Vorstellung von etwas über eine klassische Form von Pinsel an die Leinwand führen, Farbe auftragen, so Kunst zu definieren und zu materialisieren? Oder ist es viel spannender, Kunst fast rein in der Vorstellung zu halten? Also sprich, die Verschiebung zwischen Vorstellung und Materialisierung
immer weiter zugunsten der Vorstellung zu betreiben. Und das wirkt schon sehr provokativ. Im Grunde genommen verhalten sich ja fast alle Künstler so spannend, die meisten oder viele sind, aber verhalten sich von der Materialisierung ihrer Ideen doch sehr konservativ. Ganz anders Thomas Ruff, einer der international bedeutendsten deutschen Fotokünstler. Wie kaum ein anderer hat er die Grenzen der Fotografie verschoben. Seine Arbeiten werden wie hochpreisige Malerei gehandelt. Einer, der immer wieder neue Bildterrains absteckt. Thomas Ruff gibt den Startschuss. Die Neugierde treibt ihn. Wird er sich konzentrieren können? Er kann. Noch ist das Instrumentarium beschränkt und das System langsam. Aber Ruff weiß, das kann sich schnell ändern. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, analog zu fotografieren. Und in diesen 30 Jahren ist rein technologisch, was in der Fotografie möglich ist, so viel passiert. Eben auch mit der Digitalisierung der Bilder, so dass man das einfach nicht ignorieren kann. Auf jeden Fall wird es Bilder geben, die man in der Art noch nicht gesehen hat. Die Suche geht weiter. Auf die Frage, wo und wie entsteht Kunst, gibt Brain Painting keine Antwort, wirft aber andere Fragen auf. Wie werden in Zukunft innere Visionen nach außen gebracht? Ich messe da, was du nicht siehst? Das kann uns nichts erzählen über die Qualität von Kunst. Kunst ist kein Neuronenfeuer. Unser Leben macht die Kunst, nicht das Gehirn. Die Reise hat erst begonnen. Mit der obligaten Hirnforschung im Gepäck. Überlässt die Kunst ihr hier gar das Steuer? Bilanz einer Zwischenlandung. Picasso hatte recht. Wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Die Leine.